Mein Name ist Jan Kummer. Ich bin freischaffender Künstler in Chemnitz und habe mich heute leicht erkältet, deswegen habe ich einen Bonbon im Mund. Aber es sollte jetzt niemand stören. Ich freue mich, meine Wohnung vorstellen zu können. Also beziehungsweise ein Teil meiner Wohnung, ein Rest Privatsphäre soll einem ja immer auch gelassen werden. Das ist praktisch der Teil meiner Wohnung, wo ich meine Schallplatten aufbewahre. Und ich habe die nach Alphabet und Genres geordnet. Und jetzt wollte ich eigentlich meine Lieblingsplatte vorstellen, aber ich habe die also bis jetzt noch nicht gefunden. Es kann sein, dass im Laufe des Gespräches, dass ich die finde. Und zwar war das die Laurie Anderson United States 1 bis 5. Das ist eine Box, das ist so ähnlich wie die hier. Allerdings eben schon aus den 80er Jahren. Aber die ist auch nicht schlecht. Das ist von der Wiener Band. Bilderbuch. Und das ist aber bei Laurie Anderson nicht so albern, dass die hier so ein Tuch drin haben. Ich weiß gar nicht, was man mit so einem Tuch macht. Ob man das um den Hals hängt oder irgendwas. Da bin ich jetzt auch wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. Bei Laurie Anderson waren das, wie der Name schon sagt, United States 1 bis 5, 5 Schallplatten. Und ich fand das faszinierend. Zu DDR-Zeiten habe ich die zum ersten Mal erlebt. Also nicht live erlebt, sondern davon gehört, von der Platte. Und dann raunte es noch, die hat einen Fairlight-Computer. Das hieß wahrscheinlich vom amerikanischen Militär entwickelt, eine Möglichkeit, Töne zu samplen. Und die hat eins der ersten Prototypen verwendet, dieses Fairlight-Computers. Und das war wie ein Blick in die Zukunft. Da wusste ich, alles ist möglich. Und, aber die müsste noch irgendwo sein. Die, Laurie Anderson hat viel mit Film und Texten gearbeitet, auch schöne Musik dazu gemacht. Also die Kombination hat mich dann auch für die Zukunft ziemlich geprägt. Ähnlich wie auch bei den Residents. Speziell hier das Commercial-Album, das ist eine ganz kleine Schallplatte, man sagt auch CD dazu, und die haben hier lauter 1-Minuten-Stücke drauf. Das sind über 50 Stück und ich fand das hervorragend, diese Verschwendung von Talent, weil alle 50 Stücke sind wirklich sehr schöne kleine Miniaturen, aus denen man hätte durchaus auch ein 5-Minuten-Stück machen können oder ein 4-Minuten. Und das ist wirklich eine Verschwendung von Talent und Lebenszeit, aus diesen ganzen tollen Ideen jeweils 1 Minute zu machen. Die Residents waren eh sehr interessant, weil hier sieht man es auch ganz klein, die hatten ja keine richtigen Köpfe. Die hatten Augen als Köpfe. Jetzt wusste ich nicht, ist das eine Erfindung der Amerikaner oder gibt es dort wirklich Menschen, die Augen als, was wir als Kopf haben, als Auge haben, habe ich nie rausgefunden, weil ich lebte ja damals noch hinter dem eisernen Vorhang in der Deutschen Demokratischen Republik. Also konnte ich diese Idole nie sehen, nur hören. Und dann, als dann der Sozialismus zusammengebrochen war, habe ich mir die Schallplatte gekauft, hatte aber dann dummerweise selber einen Schallplattenladen und habe die Platte wieder verkauft und sie nie wieder gekriegt. Da ging mir so ähnlich wie, welche war denn das? Brian Eno und David Byrne, ebenfalls modernste Sample-Technologie, My Life in the Bush of Ghosts, sehr schöne Schallplatte, ebenfalls hier nur in einer kleinen Version, ebenfalls verkauft, nie wiederbekommen. Und was ich aber zu DDR-Zeiten schon erleben durfte, war Foyer des Saar, da war ich mal... Eigenartigerweise durfte ich mal kurz in den Westen fahren und die kannte ich nur aus dem Radio und dachte, das wäre in Westdeutschland eine super Band, eine riesige Band. Und bin schon eine Stunde vorher zu dem avisierten Konzertort gegangen, weil ich Angst hatte, ich komme da nicht mehr rein. Und da war aber außer mir waren nicht allzu viele Leute, die für jedes Saat sehen wollten, vielleicht 40, 50, wie man es auch heutzutage so kennt. Und war aber ein sehr schönes Konzert, ist auch eine schöne Platte. Max Gold macht leider keine Musik mehr. Wer ebenfalls ganz still geworden ist, ist ja Captain Beefheart. Meine Lieblingsplatte war die Trautmann Skeplica, wo der mit diesem Karpfenkopf vorne drauf ist.
eine fantastische Platte, Doppelalbum. Und mich hat schon als Heranwachsender fasziniert, dass Captain Beefheart wurde von seinen Eltern gefüttert, indem die dem Wiener Würstchen unten bei der Tür durch den Schlitz geschoben haben, weil der war so ein bisschen autistisch und hat sich aus seinem Zimmer nicht rausbewegt. Die Beefheart-Platte kam nach der Trautmann-Skriptika und war eine, ebenfalls eine sehr schöne Platte. Ein sehr bizarrer Mann, befreundet mit Frank Zappa. Da war ich ja ganz großer Fan. Und am meisten hat mich fasziniert Zappa in New York. Und die habe ich aber auch nicht gefunden. Die muss hier irgendwo sein. Ich muss dann mal in meiner Registratur gucken. Es sind ja meine Platten alles hier. Wo ich die hingesteckt habe. Aber Shake Your Booty ist auch eine sehr schöne Platte. Und passt auch zur aktuellen Islamismus-Diskussion. Hier hat sich ein hellhäutiger Mann, ein Amerikaner, als Scheich verkleidet. Aber damals wussten die Menschen noch nichts von den Flüchtlingsströmen. Ich denke mal, das war ein Spaß von Frank Zappa. Die Live-Platte war insofern bemerkenswert, die Live in New York, weil das war ja Teil meiner feuchten Jünglingsträume. Der hat ja seine ganzen Groupies mit auf die Bühne genommen und die haben das Background-Programm gestaltet. Die haben dort getanzt und so weiter. Also damals war ein Groupie noch eine sehr ehrenwerte Person. Und speziell bei Frank Zappa spielten die auch eine große Rolle. Ich vermute aber, das lag auch daran, diese Groupies haben immer auch von ihren Idolen Abdrücke des, Penis genommen. Und die hatten dann eine beachtliche Sammlung. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Ich habe selbstverständlich auch nachgelesen, wer gewissermaßen die beeindruckendsten, im Pornogeschäft, wer am beeindruckendsten ausgestattet war. Die hatten so eine Sammlung gehabt und drohten immer damit, das zu veröffentlichen. Aber das hat dann unter Umständen ihre Macht auch irgendwie begründet. Aber egal, warum und wieso, Frank Zappa hat jedenfalls, das ist ein großes Verdienst von ihm, mit auf die Bühne genommen. Und ich habe trotzdem noch nicht die Laurie Anderson United States 1 bis 5, vielleicht ist das ja wirklich meine Lieblingsplatte. Ich denke schon, dass es meine Lieblingsplatte ist, wenn ich die finden würde. Aber auch sehr schön, My Bloody Valentine. Also das ist ja die Loveless, da dachte ich immer, irgendwas ist an der Aerobandmaschine kaputt. Sehr schön, sehr beeindruckend. Das muss reichen dazu. Hier haben wir Rodriguez, der vorhin schon mal kurz erwähnt wurde. Und das ist natürlich das Schöne an Split-Singles. Da hat man Rodriguez drauf mit einem sehr schönen Titel von ihm. Und die Geschichte ist ja auch sehr schön. Ach, die ist ja so rührend von Rodriguez, dass meine Brille fast beschlagen ist, wo ich den Film gesehen habe. Und mit dem Slip Away, da singt dann auch noch Charles Bradley auf der B-Seite. Und das ist ja auch immer ganz rührend. Charles Bradley, der als James Brown-Imitator angefangen hat, auch eine sehr schöne Geschichte. Fans fanden das so beeindruckend, dass sie dem die Möglichkeit gegeben hatten, auf die Bühne zu gehen, weil sie sagten, also wenn da Frank Zappa hatte ich ja vorhin schon, wenn der James Brown so gut imitieren kann, dann kann der ja überhaupt auch alles. Dann kann der ja super singen. Und ja, der ist jetzt unterwegs, so als zarter, alter Mann mit Kesselbauch und ist beeindruckend, Charles Bradley. Und da hat man praktisch, das ist das Schöne an solchen 7-Inch, da hat man auf der einen Seite den, auf der anderen Seite den, zwei schöne Geschichten dazu und nebenbei auch schöne Musik. Das kann man von der folgenden Platte nicht sagen. Das ist Sigmund Jähn, die Frisur. Hat mich schon immer beeindruckt, als er damals aus der Kapsel gefallen ist, als sie wieder auf die Erde gekommen ist. Das hat mir einen ziemlichen Schock versetzt als Jugendlicher, weil da hingen die Haare wie bei so einem Alkoholiker so bis ins Gesicht. Die sind ja sehr lang. Man denkt ja gar nicht, dass sie so lang sind, weil die sind ja immer zurückgekämmt bei Sigmund Jähn. Und wenn er aus so einer Kapsel steigt, fallen die Haare nach vorn und das sieht aus wie ein Trunkenbold. Und aber das ist ein Mann von hier. Und allzu viele Schallplatten haben Männer von hier nicht gemacht. Deswegen Respekt geht raus an Sigmund Jähn. Aber Lieblingsplatte ist doch wahrscheinlich eher die United States 1 bis 5 von Laurie Anderson, die ich jetzt im Moment nicht finde.
Da haben wir hier die Flying Lizards. Das ist auch eine schöne Platte. Hier ist sogar noch ein Preisschild von meinem alten Plattenladen drauf. Damals kosteten die Langspielplatten 16,50 Mark im Kiosk. Oben auf dem Sonnenberg. Hier hat mir sehr gut gefallen, James Brown wurde ja schon erwähnt, die James Brown Version, die Sex Machine, dargeboten in einem sehr spartanischen elektronischen Gewand. Dachte ich mir, also wer sich an solche Klassiker ranwagt wie Sex Machine, also das ist eine Zeitenwende. Fand ich sehr beeindruckend. Nicht ganz so beeindruckend wie als Gesamtkunstwerk Laurie Anderson United States 1 bis 5, was ja wahrscheinlich dann doch in Richtung Lieblingsplatte oder einfach von Platte, es sind ja 5 Platten, also ist ja schon eine richtige Box, ohne Klimbim, wie bei, zum Beispiel bei dem hier, dass da noch ein Tuch drin ist oder sowas, sondern 5 Platten, das ist ja dann an sich schon eine Box, da kannst du nicht nur eine Handtasche dazulegen oder einen Regenschirm, das muss als Box, als Musik an sich funktionieren. Und dann habe ich mich erwischt dabei, dass ich eben bei der Suche nach der Laurie Anderson United States 1 bis 5 habe ich dann festgestellt, man wird ja dann doch älter und ich höre neuerdings immer solche Retro-Platten. Nick Waterhouse zum Beispiel fand ich sehr schön. Ist so Neo-Soul mit so ein bisschen Beat und Dingsbums und Schnickschnack. Und das ist bei den James Hunter Six ebenfalls so. Wunderbare Musik, wunderschön. Da denke ich manchmal mit Erschrecken, Jan Kummer, also so wie ich mich jetzt persönlich, wenn ich nachdenke, mit mir rede, Jan Kummer, bist du älter geworden? Ist das jetzt ein Zeichen davon, dass man älter geworden ist, wenn man Retro-Platten anfängt zu hören? Aber ich habe ja immer noch den Download-Code. Das müsste bitte überpixelt werden, wenn das irgendwo öffentlich gezeigt wird, damit niemand praktisch für mich die Platte, also an meiner Stelle, die Platte downloadet. Kann man noch mal kurz in die Kamera. Ach so, ich dachte, das wäre die Kamera. Das sind beides Kamera. Ja, jedenfalls muss das, wenn ich das zeige, muss ich das immer mit dem Finger, deswegen halte ich diese unnatürlich, muss das überdeckt werden, weil das könnte ja sonst einfach mir praktisch weggenommen werden. Und ich habe einfach noch keine Zeit gehabt, die Platte zu downloaden. Wir hatten ein sehr langsames Internet, darüber möchte ich jetzt aber nicht sprechen. Wir haben mittlerweile ein schnelleres Internet, auch ich kann jetzt Schallplatten downloaden und ich weiß noch nicht, wie der Plattenhändler meines Vertrauens darauf reagieren wird. Wenn ich jetzt auch zu der Community gehöre, die die Schallplatten bzw. die Musikstücke einfach aus dem Internet sich holen. Zum Beispiel die Laurie Anderson United States 1 bis 5. Wenn man, das klingt absurd, aber man kann eine Box downloaden. Da habe ich dann zwar keine Box, aber alles, was in der Box drin war. Und dadurch, dass es ja im Großen und Ganzen sich um Musik gehandelt hat, wenn ich auch ungern auf das Cover verzichten würde, dann kann ich das da tatsächlich runterladen, weil es fehlen ja diese Gimmicks, die heutzutage dazugehören, wie zum Beispiel bei der Bilderbuchplatte dieses komische Tuch. Also wer braucht denn so ein Tuch? Oder, also da muss ich Kontakt mit Jugendlichen aufnehmen, was Jugendliche mit so einem Tuch machen. Legen die das auf ihren Kaffeetisch und stellen die ihre Sachen drauf oder beim Essen in irgendeiner Form? Das weiß ich nicht. Also die Bilderbuchplatte gefällt mir. Aber das Tuch finde ich irritierend. Und also diese Nirvana Nevermind, Entschuldigung, ich habe in meiner Wohnung nicht geheizt, das sind ja die Heizkosten, die fressen einen ja auf. Das ist ja Wahnsinn. Also gerade der Winter dieses Jahr, der hörte ja fast nie auf. Und da habe ich dann aufgehört, hier in meinem Plattenzimmer zu heizen. Ich bin da nicht stundenlang hier. Es sei denn, ich suche die Laurie Anderson 1 bis 5, die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe. Diese Schallplatte habe ich dann schon aktiv als Einzelhändler verkauft. Ich bin Nirvana sehr dankbar, dass ein Großteil meines Vermögens durch diese Platte, damals konnte man noch nicht downloaden, im Unterschied zu der James Hunter 6, wo ich hier den Download-Code habe, habe ich hier, damals gab es das noch nicht mit diesen Download-Codes, also mussten die Leute, konnten ja noch nicht, das Internet ist noch nicht erfunden worden, mussten die bei mir kaufen in Chemnitz und ich bin reich geworden. Ganz viele Chemnitzer haben diese Schallplatte gekauft, da bin ich Nirvana sehr dankbar. Ich habe allerdings gehört, dass der Sänger verstorben ist. Ja, letzte Woche. Ah, okay. Und ist ja mittlerweile, glaube ich, auch schon in einem Alter, wo man auch
Ja, also wenn ich bin ja jetzt auch erkältet, da macht man sich auch manchmal Gedanken, ob das Leben ewig so weitergeht, ob das Leben nicht auch endlich ist und ob man nicht auch mehr für seine Gesundheit tun muss und ob man nicht sich, aber sich in die Hände der Gerätemedizin zu begeben, ist ja auch keine Lösung. Ne? Ich habe mir dann mal überlegt, bei der Laurie Anderson United States 1 bis 5, die hatten ja diesen Fairlight-Computer, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, wenn dieser Computer für die Medizinforschung eingesetzt worden wäre. Hätte er vielleicht Menschenleben gerettet, vielleicht hat aber auch die Platte, solche Geschichten gibt es ja auch Menschenleben gerettet. Die Laurie Anderson hat ja darauf wunderschöne Geschichten erzählt, untermalt mit Musik, sehr schöne Filme. Vielleicht ist ja jemand aus einer Depression rausgerissen worden, indem er die Platte gehört hat. Wären mehr Menschenleben gerettet worden, wenn das jetzt diese Hochtechnologie, wie gesagt, in der Medizintechnik eingesetzt worden wäre? Oder sind mehr Menschen gerettet worden, weil die Platte so beeindruckend fanden wie ich? Ich hatte zwar keine Depression, ich hatte noch nie eine Depression gehabt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sich das, kann man sagen, anfühlt? Kann man. Ja, wie sich das anfühlt. Aber ich könnte mir vorstellen, man hört ja manchmal so Geschichten, wie Schallplatten Leben gerettet haben. Den Wochenend-Fernsehkonsum hatte damals auch Ideal für mich oft gerettet. Zum Beispiel haben wir uns gemeinsam Rockpalast angeschaut, immer mit Freunden, ein Blick in das Schaufenster der westlichen Musik. Und da war auf einmal eine wirklich interessante Formation zu sehen, immerhin 1980, ja, da war ich ja leider schon auf der Welt. Und ja, also fand ich hinreißend. Sehr schöne Platte, sehr erfrischend. Und endlich wusste man, was man mit diesen Dinosauriern machen könnte. Zum Beispiel habe ich hier ein Beispiel, als ich die United States 1 bis 5 von Laurie Anderson gesucht habe, die Box, habe ich auch eine Schallplatte in die Hand bekommen. Also Ideal hat solche Bands praktisch vertrieben. Das ist Iron Butterfly mit Inagada da Vida. Und auf der B-Seite der titelgebende Song Inagada da Vida mit lässigen 17 Minuten und 5 Sekunden. Das war wirklich, das ist, als würde man durch Joghurt laufen, ganz schwer. Und ein riesiges Equipment hatten die und so weiter, wo man als eingeschüchterter Jugendlicher nie mal in die Nähe gekommen wäre von diesem Equipment. Völlig einschüchternd. Und dann kamen dann, Gott sei Dank, New Wave und Punk Formationen, die offensichtlich mit weniger Geld auch was Schönes machen konnten. Diese Platte hat praktisch diese Platte vernichtet. Wobei ich nicht sagen muss, Iron Butterfly, so schlecht ist es gar nicht. Aber 17 Minuten Stücke, Pink Floyd hatte auch einen endlos langen Titel gehabt. Oder ganz schlimm, diese Progressivrock-Sachen, immer eine Plattenhälfte und so weiter. Und die liefen ja sogar auf dem Dancefloor, wenn man das zu DDR-Zeiten so sagen konnte. Ne? Dabei ist mir auf der Suche nach der Laurie Anderson United States 1 bis 5 ist mir auch noch die David Bowie Station to Station in die Hand gefallen. Das war eine meiner ersten Schallplatten, die ich gekauft habe, und zwar von Dum Dum Records aus Indien. Dort ist die gepresst worden und offensichtlich hat sich dort so eine Art so ein Tonerde-Gemisch, was so in Indien immer so durch die Luft fliegt, mit in die Platte reingepresst, unhygienische Produktionsverhältnisse. Jedenfalls, die hat vom ersten Tag an unglaublich geknistert, aber die war dafür sehr preiswert. Denn in Ungarn haben ja die Schallplatten ansonsten 100 Mark gekostet, bei einem Durchschnittsverdienst von so 600-700 DDR-Mark. War das eine Menge Geld. Und ja, das war eine meiner ersten Platten, die gefällt mir nach wie vor eigentlich noch ganz gut. Finde ich sehr gelungen und ich habe dadurch endlich mal gewusst, wie eine indische Plattenfirma heißt. Dum Dum Records. Was allerdings nichts mit diesen Geschossen zu tun hat, die also eine unglaubliche Vernichtungskraft haben, die sogenannten Dum Dum Geschosse, die jetzt schon längst geächtet sind. Gott sei Dank geächtet sind. Wenn wir gerade bei Verbrechen sind, diese Platte ist mir mal aus dem Fenster geworfen worden. Ich habe in einem Jugendclub hier in der Stadt, dessen Namen ich nicht nennen möchte, der mit A anfängt, habe ich Schallplatten aufgelegt. Und dann kamen Jugendliche. Jugendliche kamen auf die Bühne, unbemerkt von mir, ja, und haben hinter meinen Rücken meine abgestellten Platten. Jedenfalls ging jemand in dieses Jugendhaus und guckte hoch zum Fenster und da segelten immer so Schallplatten runter. Und das fand er natürlich seltsam. Und dadurch ist das rausgekommen, dass Jugendliche hinter meinem Rücken Schallplatten aus dem Fenster geworfen haben.
wilde Zeiten. Damals war dieser Jugendclub noch auf dem Posthof. Ich verzeihe den Jugendlichen. Ich war ja selbst mal jung. Ich habe viel Unsinn gemacht, habe mich aber dann später gefangen. Habe dann mir eine große Wohnung aufgebaut, wo wir jetzt auch sitzen, in meinem Schallplattenzimmer. Das nicht geheizt ist, hat jetzt weniger mit meinem fehlenden Vermögen zu tun, sondern eher mit so Gedanken, dass man ja die Welt von den Kindern nur geliehen hat, den ökologischen Fußabdruck und so weiter. Da möchte ich jetzt nicht jeden Raum heizen, zumal wir ja alle wissen, dass Schallplatten durchaus auch sensibel auf Temperaturschwankungen reagieren. Und so habe ich hier eine Durchschnittstemperatur von 16,5 Grad hier drin. Und heute ist einer der wenigen Tage, wo ich mich doch mal länger hier aufhalte, denn ich war seit heute früh und blöderweise, deswegen habe ich mir einen leichten Schnupfen geholt, im Schlafanzug und habe die United States 1 bis 5 von Laurie Anderson gesucht und bis jetzt noch nicht gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Musiksendung geht. Ich könnte versuchen, die zu finden. Die muss hier irgendwo sein. Habe aber auch zum Beispiel Divo gefunden, die mit ihren hölzernen Versionen zum Beispiel von Satisfaction für mich dann die Rolling Stones dann endlich mal wieder ins rechte Licht gerückt haben. Auch mit Hilfe von elektronischem Equipment wurde Satisfaction befreit von allem Rock-Unrat und aufs Wesentliche entkernt. Sehr bemerkenswerte Versionen fand ich ebenfalls sehr beeindruckend. Zählen auch zu den Zerstörern von Iron Butterfly und Konsorten. Und dann gab es ja auch eine Zeit vor dem Computer, liebe Kinder. Und auch da wurde die Sample-Technologie eingesetzt. Im Fall von Holger Tschukai, in dem der Tonbandschleifen angefertigt hat und immer wiederkehrende Loops mit diesen Tonbandschleifen angefertigt hat, hatten wir dann gleich als innovativen Tipp übernommen, als ich damals noch in einer Jugendformation gespielt habe. Und Holger Tschukai ist ja, wie jeder weiß, bei Ken ein Mitspieler gewesen. Von Ken könnte ich ja auch, wenn wir die Zeit haben, noch zwei, drei Schallplatten raussuchen. Und vielleicht auf dem Weg zu Ken kommt man ja an Laurie Anderson, United States 1 bis 5 fast zwangsläufig vorbei. Die einen kommen aus Deutschland, Laurie Anderson USA, aber irgendwie gibt es schon Bezüge musikalischer Natur, die wir hier nicht verschweigen wollen und auch nicht können. Und dann waren eben damals, waren ja auch, Hippies waren ja damals auch böse gewesen. Heutzutage sind die Hippies ja alle lieb. Und damals gab es tatsächlich Langhaarige mit Jeansjacken, die haben wiederum die Punks immer verprügeln wollen. Hörten dabei aber Neil Young, Harvest, eine seltsame Mixtur. Ist heutzutage auch ausgestorben, aber wir wollten ja eigentlich über meine Lieblingsschallplatte reden. Das ist dann auch nicht Bob Dylan, der hier allerdings eine sehr schöne Version hat, wo der mit so einer näselnden Stimme singt. Deswegen mag ich die Nashville Skyline von Bob Dylan sehr gern. Er macht also eher so Country-Musik und singt. Irgendjemand hat ihm da gesagt, ich muss dir immer so eine nasale Stimme. Und das ist eine sehr verunglückte Platte, in seinen Augen vermute ich mal. Mir gefällt sie aber gerade deswegen sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt die Laurie Anderson United States 1 bis 5 noch suchen sollte. Haben wir die Zeit? Weil ich hatte mir das schon gemerkt, die war irgendwo zwischen Ghost Song, Mark Almond und Yes. Wobei Yes ja auch weniger dazu passt, weil das ist dann auch wieder so ein Prototyp von, ich sag mal, leicht übertrieben von so 40 Minuten langen Stücken. Und hinten meistens, ich weiß nicht, ob es auf der Yes-Platte drauf ist, hinten meistens ein ausgepackter Sattelschlepper mit ungefähr 5 Tonnen Equipment. Nee, das ist dann schon die spartanische Zeit von Yes. Nun möchte ich aber die Zeit nutzen, um einige Fragen zu beantworten. Die Laurie Anderson United States 1 bis 5. Ja, genau die. Nur wie ich ganz am Anfang meines Referats schon bemerkt hatte, das war ja eine Box. Und da war dann, normalerweise war von Laurie Anderson, Entschuldigung, ich habe ja nicht geheizt. Da gab es gewissermaßen, vielleicht kennt man das als Heranwachsender, da ihr größter Hit war Superman. Oh, Superman.
Naja, und die haben, um auf dem amerikanischen Markt populär zu sein, haben die aus diesem Gesamtkunstwerk einzelne Titel rausgenommen und die wurden dann kommerziell vermarktet. In der Box war eben dieser gesamte Kosmos. Also die hat eben, und das hatte ich vorher noch nie gehört, Geschichten erzählt, die dann so übergingen in Musik. Und dann hatte wieder, boah, das waren auch alles so völlig abstruse Geschichten von seltsamen Begebenheiten und so weiter. Und das war so ein geschmeidiger Übergang von diesen Geschichten in die Musik. Und in dieser Box war das eben komplett drin. Das Einzige, was damals noch fehlte, damals waren ja die DVDs noch nicht erfunden worden, das war noch das Optische, das Visuelle. Und dieses Gesamtpaket, das dann auch so radikal zu veröffentlichen, als ich weiß nicht, wie viele Stunden das gegangen ist, fand ich damals schon sehr gut und ja, eine sehr schöne Mixtur aus Text und Musik und visuellen Sachen.